Was sind Praxisprojekte und wer ist die Jury des WTT Young Leader Awards? Der Fachbereich Wirtschaft der Ost ist schweizweit führend in der Praxisorientierung und das mit Studiengängen in St. Gallen und neu auch in Rapperswil. Während 20% des Studiums wenden die Studierenden das im Unterricht Gelernte fortlaufend am Markt an. Das ist einzigartig. In Praxisprojekten realisieren die Studierenden in Teams oder als Einzelarbeit entgeltliche Aufträge für Unternehmen und Organisationen. Unternehmensanalysen, sprich Gutachten mit Situations- und Ausblickanalysen. Marktforschungen, sprich Marktanalysen, Kundenbefragungen, Produkt- und Dienstleistungsevaluationen. Managementkonzeptionen, sprich Businesspläne, Marketingkonzepte, Finanzmodelle oder Softwarekonzepte und künstliche Intelligenz. Und künftig neu wirtschaftsjuristische Projekte, sprich Datenschutzkonzepte und Erklärungen, Vertragswerke, allgemeine Geschäftsbedingungen oder Corporate Governance. Und dies nicht nur in der Schweiz. Die Studierenden sind auch in international zusammengesetzten Teams weltweit auf den Märkten im Einsatz. Die Teams investieren während 4 Monaten rund 800 Arbeitsstunden. Unsere Dozierenden coachen die Teams als Fachexperten mit 50 Stunden und mehr. Die WTT Wissenstransferstelle Wirtschaft, geleitet von Professor Peter Müller, ist für rund 100 Gruppenprojekte und 150 Einzelarbeiten pro Jahr verantwortlich und organisiert den WTT Young Leader Award. Für diesen haben sich dieses Jahr 36 Teamarbeiten qualifiziert in den Disziplinen Marktforschung und Managementkonzeption. Je 3 hat eine hochkarätige Jury mit Führungskräften aus Wirtschaft und Wissenschaft für den WTT Young Leader Award nominiert. Die Jury entscheidet unabhängig und neutral. Und das ist die Jury des WTT Young Leader Awards 2021. Christoph Oswald, Head of Human Resources, Bühler AG, Uzwil. Thomas Haring, CEO Leica Geosystems AG, Herbruck. Klaus Brammertz, CEO Bauwerk Group St. Margrethen. Heidi Büsch, Leiterin Personelles, Clubschule Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau. Martin Knöpfel, Direktor PwC St. Gallen. Daniel Wessner, Amtsleiter Amt für Wirtschaft und Arbeit, Thurgau. Professor Dr. Daniel Seelhofer, Rektor Ost. Professor Dr. Marion Pester, Leiterin Departement Wirtschaft und Campus St. Gallen Ost. Und nun sind wir gespannt, wie hat die Jury entschieden?